Hallo zusammen, hier ist wieder Christopher von Platonaris und im heutigen Video schauen wir uns einmal an, wie du für deine Abschlusspräsentation, ob es jetzt Bachelor, Diplom oder Masterarbeit ist, eine schicke Startfolie basteln kannst. Ausgangspunkt ist dafür diese Folie hier, die haben wir uns einmal angeschaut und ja, überlegt, wie wir die verbessern können und am Ende ist das hier rausgekommen. So soll es dann am Ende aussehen, mit einer kleinen Animation und wie das geht, seht ihr nach dem Intro. So, springen wir dazu auch gleich mal in PowerPoint. Hier nochmal die Folie, die wir anpassen wollen und man kann sehen, ja, das ist, glaube ich, eine Standardvorlage von PowerPoint 2013 im Format 4:3. Natürlich kämpft man ab und zu mit dem Problem, dass die Universitäten das vorgeben, dass man die Folien oder das Folienformat so verwenden soll. Aber das Video oder die Folie, die wir uns jetzt anschauen, legen wir mal in 16:9 an. Dafür habe ich mir ein Bild von Unsplash rausgesucht, das, denke ich, zum Thema passt, Motorsport. Und daher, das wird das Hintergrundbild für unsere Folie. Und dazu fangen wir auch gleich an. Also legen eine neue Folie an. Das hier brauchen wir nicht. Kopieren das als Hintergrund rein. Der Link dazu, den findet ihr auch dann in der Videobeschreibung. Ich habe es jetzt schon entsprechend mal zugeschnitten. Es passt nicht ganz, aber wie das Zuschneiden funktioniert, kann ich euch auch nochmal in einem anderen Video zeigen. Und jetzt habt ihr gesehen, dass die Originalfolie, die wir anpassen wollen, mit einem blauen Schimmer hinterlegt ist. Das geht wie folgt. Wir nehmen einfach ein Rechtecksymbol, ziehen das über die Grafik. Jetzt seht ihr, okay, so ist es natürlich nicht so schön. Wir wählen dann entsprechend dieses dunkle Blau aus bei der einfarbigen Füllung. Die haben wir hier unten. Und als transparent nehmen wir jetzt mal 70. Und schon seht ihr, im Hintergrund haben wir wieder das schöne Blau. Oh, da hat jetzt nicht geklappt. Das Blau wollen wir nehmen. Genau. So, Formkultur brauchen wir nicht. Und entsprechend haben wir so schon mal den Hintergrund. So, die zwei Parallelogramme ziehen wir uns entsprechend der Form, die es hier gibt, rein. Dazu, ja, nur mal so grob, passen das hier so ein bisschen an. Das kann jetzt sein, dass es nicht exakt in dem gleichen Winkel wird, wie wir es in der Deckblattfolie gesehen haben, aber das tut der ganzen Sache ja keinen Abbruch. Das duplizieren wir und ziehen das mit Hilfe der PowerPoint-Vorgaben in die richtigen Positionen. Da machen wir das gleiche wie auch schon bei der Hintergrundfolie. Wir wählen diese Füllfarbe aus, brauchen keine Linien und wählen hier aber als transparent diesmal 20. Das heißt, jetzt hat sie wieder gewechselt. Was ist da los? So sieht das dann aus. Ja? Ein paar, diese zwei Design-Parallelogramme. Und in die Mitte, damit wir die Schrift auch lesen können, nehmen wir jetzt etwas mit weniger Transparenz. Und jetzt seht ihr hier, das passt nicht ganz so. Aber wenn wir oben die entsprechende Neigung anpassen, dann passt es auch wieder. So, als Farb würde ich jetzt hier was Helleres nehmen, um das ein bisschen abzuheben. Genau so soll das aussehen. Wählen aber hier keine Transparenz. Ja. So sieht es denn aus. Ja, das kommt der Sache, die wir, glaube ich, im Video hatten, ganz nah. Jetzt fügen wir noch die entsprechenden Schriften ein. Bachelorarbeit. Als Schrift würde ich jetzt hier nehmen Aroni in Weiß. Das zentriert und jetzt versuchen wir uns hier an den Kanten zu orientieren, dass wir das auch entsprechend zentrieren können. Schriftgröße würde ich jetzt mal sagen 40. Ja, das kommt ganz gut hin. Wir müssen es noch mal ein bisschen anpassen und haben es auch zentriert, damit es passt jetzt. Gut. So.
Und jetzt nehmen wir die Unterüberschrift. Das war Motorenkonzepte im Motorsport. Und hier müssen wir jetzt aufpassen. Das nehmen wir wieder zentriert. Aber in einer anderen Lizenz, Nova. Und damit es diesmal unter die Schrift passt, packen wir das zusammen. Es geht über Ausrichten, horizontal anpassen. Und jetzt ziehen wir das Ganze wieder ein bisschen rüber. Damit sind die Schriftblöcke, wie ihr gleich sehen werdet, immer im gleichen, im gleichen Maß zentriert. So. Jetzt kommen noch die Unterüberschriften. Das ist in dem Fall, das kopiere ich jetzt mal hier über, die Fakultät Maschinenbau, den Professor. Und ganz unten jetzt noch der Name des Studenten. So sieht das denn aus? Das ist jetzt, würde ich fett machen, um das hervorzuheben. Und dann ziehen wir es hier unten noch in die Mitte, damit das Ganze entsprechend gut aussieht. So, dann haben wir hier einen Designstrich eingefügt. Das kann jeder machen, wie er möchte. Das ist ein bisschen zentriert. Aber ich finde es immer ganz schön. Nehmen wir die gleiche blaue Farbe, wie wir es vor uns hatten. Etwas dicker. Und transparent. Transparenz auch. 20. Wie ihr seht, oder schon was anderes. Ja, genau. Schatten. So. Und genau. So ist das Ganze eigentlich schon fertig. Was wir uns jetzt noch anschauen können, ist, wie wir das Ganze animieren, damit das alles etwas dynamischer wirkt. Und dazu nehmen wir uns einmal das linke und das rechte Parallelogramm vor. Fangen wir an mit dem linken. Da wählen wir als Animation hier oben aus Wischen. Das passt auch schon von oben, von unten nach oben. Beim rechten das gleiche nochmal. Hier wollen wir aber, dass es von oben nach unten wischt. Entsprechend so. Und wir wollen natürlich auch, dass die beiden Effekte gleichzeitig ablaufen. Dazu markieren wir beide und klicken hier oben auf im Animationsbereich auf mit vorherigen. So. Dann wollen wir, dass das alles in der Mitte gleichzeitig aufpoppt und einblendet. Dazu markieren wir erst einmal die ganzen Schriftarten und den Strich in der Mitte und gruppieren das. So, damit ist das hier eine Einheit. Dann gehen wir weiter mit dem Parallelogramm in der Mitte, wählen hier aber als Einfliegeffekt Verblassen aus. Genau, dass es so in die Mitte kommt. Und hier wählen wir das gleiche aus, diesmal für die ganze Gruppe. Wir wollen ja, dass das alles zusammen quasi auftaucht. So, und schauen wir uns das einmal an. Dann haben wir hier das Parallelogramm in der Mitte im Animationsbereich. Da wollen wir, dass das nach dem vorherigen aufpoppt und das zusammen. Das heißt, nach vorherigem mit vorherigem. Wie sieht das Ganze dann aus, wenn wir über Wiedergabe klicken? So ist das. Ich finde das ehrlich gesagt etwas schnell. Das heißt, wir gehen hier in die Animationseffekte aus und wählen hier ja, langsam aus. Eine Sekunde ist nicht so langsam. Nicht vergessen, dass wir das für alle Animationen auswählen müssen, weil wir ansonsten eine unregelmäßige Animation bekommen. Und so sieht es dann aus. Viel besser. Und damit sind wir am Ende von diesem kleinen Tutorial. Schauen wir uns jetzt noch einmal an, wie die Folie fertig aussieht. Und ja, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, wie die Folie vorher aussah, dann hat sich doch ein bisschen was getan. Damit sind wir am Ende des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann einfach unter das Video bitte posten.
Da findet ihr auch in der Videobeschreibung alle Kontaktdaten von uns oder auch ja, die Links zu den in dem Video verwendeten Dateien. Nochmal zum Schluss der Hinweis, wenn ihr selbst ein Projekt habt, was wir mal für euch verbessern können und so weiter, schreibt uns einfach eine E-Mail an kontakt@platonaris.com, auch nochmal in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.